Hackfleisch mit Bambussprossen, je 2 rote und gelbe Paprika, 10 getrocknete Siridakepil, 50 Gramm getrocknete Muerpil, 200 Gramm Bambussprosse, ein Bund Frühlingszwiebel, 5 Pfefferblatt, 500 Gramm Schweinehack, 6 L Pflanzen, 4 L dunkler Risessi, 2 L Fischsaug, 4 L Austernsaug. Die Paprika waschen, trocknen und entkernen. Siridake und Muerpil zuerst einweichen, dann abtropfen lassen. Die Paprika, die Pilze und die Bambussprossen in feine Streifen schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, in Ringe schneiden, waschen und trocken schütteln, die Pfefferblätter in Streifen schneiden. Die Hälfte des Öls im Wok erhitzen und das Schweinehack darin scharf anbraten, krümelig zerdrücken und mit dem Reisessig und der Fischsoße ablöschen. Herausnehmen und beiseite stellen. Die Paprika, die Pilze und die Bambussprossen im restlichen Öl anbraten. Das angebratene Fleisch wieder zugeben, mit der Austernsoße begießen und 2 Minuten weiter braten. Zum Schluss die Frühlingszwiebelringe und die Pfefferblätterstreifen untermischen. Feine Rindfleischscheiben 600 Gramm Rinderhüftfleisch 2 bis 3 L Sojasauke 1 L Kiliol 1 TI Zucker 1 L frisch geriebener Ingwer 4 Zentiliter Anis Schnaps Zitronenpfeffer Kreuzkümmel und Senfpulver 3 bis 4 Ei Erdnussöl 150 Gramm Strohpilze aus der Dose 100 Gramm Wasserkastanien aus der Dose 2 rote Chilischoten Zubereitungszeit ca. 30 Minuten 328 Kilokalorien / 1379 Kilojoule. Das Fleisch waschen, trocknen und in feine Streifen schneiden. Die Soja-unbekanntes Zeichen Soße mit dem Kiliol, dem Zucker, dem Ingwer, dem Schnaps und den Gewürzen verrühren. Das Fleisch in der Mischung ca. 10 bis 15 Minuten marinieren. Die Hälfte des Erdnussöls im Wok erhitzen und das Fleisch mit der Marie-unbekanntes Zeichen Nade 3 bis 4 Minuten unterrühren, darin braten. Herausnehmen und warm stellen. Die Pilze und die Kastanien in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. Anschließend halbieren. Die Chilischoten halbieren, entkernen und die Schoten unter fließendem Wasser waschen. In Ringe schneiden. Das restliche Erdnussöl im Wok erhitzen und das Gemüse unterrühren, ca. 2 Minuten braten. Das Fleisch dazu geben und alles zusammen ca. 1 bis 2 Minuten Pfannen rühren. Die würzigen Rindfleischstreifen anrichten und servieren. Dazu passen chinesische Nudeln. Scharfes Lamm mit grünem Pfeffer und Paprikaschoten 500 Gramm Lammfleisch aus der Keule je 2 gelbe, grüne und rote Paprika 10 große Pfefferblätter 4 L Pflanzenöl 1 TI Karipulver 1 TI 5 Gewürzpulver 2 L grüner Pfeffer. Das Lammfleisch waschen, trocken tupfen und in kleine Würfel schneiden. Die Paprika waschen, trocknen, entkernen und in Rauten schneiden. 2 Pfefferblätter in sehr feine Streifen schneiden. Das Öl im Wok erhitzen, die Lammfleischwürfel darin kurz und scharf anbraten, unbekanntes Zeichen 10. Mit Curry und 5 Gewürzpulver bestäuben und herausnehmen. Die Paprika im Wok von allen Seiten scharf anbraten, mit 200 ml Wasser ablöschen. Dann die Pfefferkörner zugeben und die Flüssigkeit fast fair unbekanntes Zeichen kochen lassen. Die angebratenen Lammfleischwürfel wieder zugeben und die Pfefferblätterstreifen unterrühren. Die Teller mit je 2 Pfefferblättern auslegen und das Fleisch darauf anrichten. Und Spinat 500 Gramm Lammrücken 1 TI Karipulver 1 TI Kreuzkümmel 1 TI Koriandersamen 3 Schalotten 2 Knoblauch 10 400 Gramm frischer Blattspinat 4 L Pflanzenöl 1/2 TI Chiliflakes 1 TI hohes in Soße. Das Lammfleisch waschen, trocken tupfen und in dünne Scheiben schneiden. Mit dem Curry, dem Kreuzkümmel und den zerstoßenen Koriandersamen vermischen. Die Schalotten schälen und in feine Streifen schneiden, den Knoblauch schälen und fein hacken. Den Spinat purzeln, waschen und trocken schütteln. Das Öl im Wok erhitzen, die Schalotten streifen und den Knoblauch darin scharf anbraten, dann die Chiliflakes zugeben.
Danach das Fleisch und die Hummus in Soße zugeben und scharf anbraten. Den Spinat ebenfalls hinzufügen und zusammenfallen lassen. Mit etwas Wasser ablöschen und vorsichtig verrühren.